Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem Klassiker Amicelli im Test und trotzdem steht hier neu drauf. Neu, weil Amicelli jetzt von Rittersport produziert wird, beziehungsweise von Alfred Ritter, von der Alfred Ritter GmbH und Co. KG wird jetzt Amicelli produziert. Das haben die von Mars übernommen, die haben das vorher hergestellt und Amicelli ist ja wirklich ein richtig geiler Pralinen-Klassiker. Man hat sich auch schon damals gefragt, wie passt denn so eine Praline eigentlich zu Mars? Wobei Mars schon ziemlich geile Sachen gemacht hat im Bereich. Kennt ihr noch Mars Delight? Diese langgezogene Praline, ich glaube ein bisschen Karamell war drin. Das war auch super geil und ich würde mir mega wünschen, dass vielleicht auch Mars Delight zurückkommt. Und Rittersport hat nicht nur das Produkt übernommen, sondern auch die Fabrik, wo das hergestellt wird. Und vielleicht hat diese Fabrik auch damals Mars Delight hergestellt. Und wir können, und die können das vielleicht irgendwie zurückbringen. Schreibt bitte mal direkt in die Kommentare rein, ob ihr euch das auch so wünschen würdet. Ich finde es richtig geil. 18 Amicelli sind hier drin in der Verpackung, kosten 2,59 Euro. Und jetzt, wenn ich diese Amicelli Waffelröllchen mit der Haselnusscreme sehe, fällt mir gerade mal ein, von Milky Way, diese Crispy Rolls, sind auch mega geil mit der Milchcreme. Und die gibt es auch noch, oder? Die sind einfach auch ein richtig geiler Klassiker. Aber jetzt heißt es erstmal Amicelli heißt die Haselnuss, neu von Rittersport bzw. der Rittersport-Firma produziert. Und jetzt auch mit 100% zertifiziertem nachhaltigen Kakao. Wow, so geil. Und das reimt sich sogar. Aber diese Form, die triggert mich irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich dachte immer, die wären so sechseckig gewesen, aber es ist so ein bisschen schräg abgefahren. Wahrscheinlich ist es so, wenn ich die jetzt aufmache, kann man die wahrscheinlich in perfekter Servierform präsentieren, obwohl, wenn die so stehen, sehen die auch ganz normal aus. So, hier hole ich mir so ein einzelnes Amicelli mal raus und dann schauen wir mal, wie es denn so schmeckt. Ich habe es ewig nicht mehr gegessen, aber ich meine, Amicelli schmeckt einfach geil. Oh, ist schon leicht angebrochen, wie praktisch. Da kann ich direkt mal reingucken. Ich bin total geflasht, wie zart knusprig diese Außenhülle ist. Das finde ich schon mal mega geil. Wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, es wäre viel waffliger, weil es gibt ja auch bei den Discounter mittlerweile ganz, ganz viele Waffelröllchen, auch gefüllt mit Nougat-Creme oder beziehungsweise Haselnuss-Creme und anderen Cremes, aber Amicelli, das zergeht ja auf der Zunge. Mein Gott, wie lecker ist das denn, ihr Lieben? Wirklich sehr lecker. Ich überlege auch manchmal, ist es jetzt spannend, davon noch eine Großaufnahme zu sehen? Ja, oder? Ich mache jetzt mal eine kurze Großaufnahme. So, dann schauen wir uns mal die Amicelli jetzt in Großaufnahme an. Wo sind sie denn? Ah, hier sind die beiden Röllchen. Könnt ihr sehen, da ist so ein bisschen luftig, ist es manchmal in der Haselnusscreme-Füllung. Schmecken echt fluffig. Ich drehe mal kurz mit der Kamera noch dran vorbei. Geht auf jeden Fall hier drinnen schokoladig weiter. Also es ist nicht nur eine vollkommen luftige Nummer. Ich beiß mal hier rein. Es ist immer so ein bisschen Luft mit dabei. Interessant. Das hat mich jetzt doch überrascht. Ich dachte, die Creme wäre ein bisschen massiver und hätte nicht so lange Luftlöcher da drin. Aber das war vielleicht Montags-Amicelli. Hier ist wieder ein bisschen massiver. Es schmeckt auf jeden Fall super lecker. Fluffig, zart, knusprig. Kann man so wegsnacken. Ich könnte auch einen dritten essen, aber ich reiße mich jetzt mal zusammen. Ich finde die Amicelli immer noch sehr gut gelungen. Auf einer Skala von 1 bis 9, vor allen Dingen jetzt.
Ich sag schon wieder auf einer Skala von 1 bis 9. What's wrong? Immer wenn ich genau die Punkte geben will, sage ich das Ende der Skala damit. Auf der Skala von 1 bis 10 bekommen die 9 Punkte. Ihr habt euch vielleicht jetzt schon gedacht bei dem Hinweis. Denn die sind wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt mit der Fairtrade-Schokolade noch besser. Beziehungsweise Rainforest Alliance finde ich richtig gut. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.